Ist klar. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. Eine neue Story, nein, falsch. Eine neue Session, ein neues Glück und ausgeschlafene Geister. An meinen Seiten sind der Enno. Hallo. Der Wanwa. Hallo. Und unsere Chefin, Dynamo. Guten Tag. Und wir haben uns mal ein paar Autos besorgt und wir fahren dann mal dahin. Ja, du darfst ausnahmsweise deinen Wagen fahren. Hallo, den habe ich mir importiert, ja? Ein billiger Lamborghini. Wir haben mittlerweile zu viel Geld verdient, als dass wir Billigfahrzeuge fahren, ne? Das ist alles Drogengeld. Nach links. Das weiß keiner. Das ist Landwirtschaft. Nach rechts. Und trotzdem überholt er uns da mit seinem Toyota. Nee, das ist doch der Wahnsinn. Das war nur was vom Straßenrand. Alter, wird doch nicht so langsam. Werd doch nicht langsam, du wirst zu schnell. Genau, jetzt sind wir über die Grenze. Villa Grenz Verde. Genau. Oh, Moment. Wollen wir irgendwo mal anhalten? Ja. Wer früher anhält, fährt kürzer schnell. Was? Du fährst ja volle Möhre in so ein Haus rein. Ja, ich wollte in die Garage. Ja, wir halten hier vorne. Danke. Fuck, fuck, fuck! Ah, schön bei dieser Mariachi-Musik. Da ist der Boiler im Auto. Ladung ist scharf. Welches Auto? Chefin. Ich glaube, ihr Funkgerät ist ausgefallen. Also bei mir redet sie noch. Ja, bei mir gerade auch noch. Irgendwas mit Weiß und Coca und was auch immer. Bitte was? Dein Sportwagen würde ich mal waschen. Warum? Aber sie sind dreckig so. Die lokale Bevölkerung hat auch einen Forststil, wie in Indien. Was ist geschehen? Wenn du aufgepasst hättest, wäre das nicht also passiert. Also dieser Penner da vorne im Auto. Schlimm sowas. Und sowas hat einen Führerschein. Dankeschön. Wir haben hier irgendwo Informationslager. Im Gebäude links neben mir. Was du wohl? Davor, wenn es nur Fußspuren auf dem Lack sind. Eine Kugel im Reifen. Die Bremsen von der Kiste sind gut. Was ist das denn hier draußen? Hier ist ein Laptop. Okay, ich mach mich mal ran. Ingo oder was? Wo müssen wir denn hin? Ja. Denk nach dem Job für den Pilot. Naja, wir schauen noch mal, wo es noch mehr gibt. Ist das hier noch ein Haus da drüben? Ja. Wir haben noch einiges hier. Wann war? Schaltet den hier mal an. Was ist das denn? Ich glaube, hier ist irgendwo ein Stadtfest. Ja, vor allem ist hier ja das Rathaus, glaube ich. Kollege. Oh nein, ist mir irgendwie bekannt vor. Sieht aus wie ein Gremlin. Ich bring meinen Wagen mal kurz irgendwo in die Garage. Irgendwo in dieser Stadt muss es doch eine geben. Mach das. Ja, los. Wo ist Banwa? Ich bin in der Bank. Ich dachte, es wäre das Rathaus. Meinst du, findest du uns wieder? Ja, ich sehe euch. Okay. Ach da, okay. So grob in diese Richtung müssten noch ein paar Lager sein. Hinter uns zwar auch, aber das können wir nach und nach. Was? Oh, Gesundheit. Mein Funk ist kaputt gegangen. Einmal wischen, bitte. Entschuldigung. Und zwar die Nase meine und meine Biomaske vollgesüppt. Einmal wischen, und zwar Monitor, Biomaske und die Nase. Einmal hier abbiegen. Muss man hier irgendwie zu einem Einheimischen, muss man sauber machen. Ja. Ah, hier haben wir ein Waschbecken.
Denkst du, die haben ja fließend Wasser? Keine Ahnung, hier kommt aber auf jeden Fall was raus. Es müsste genau das Häuschen hier sein, wo noch Informationen drin sind. So. Ach, hier ist ein Schachtel für uns. Oh. So, wo muss ich denn jetzt hier hinkommen? Ich bin bei dem komischen, was Wanda als Rathaus abgestempelt hat. Ich komme vor auf die Straße. Vor auf die Straße? Ach. Hinter dir sind wir. Ich glaube links von ihm. Jetzt rechts. Ach, da. Wir sind hier nicht bei Matrix. Also in diese Richtung weiter haben wir noch Informationen, aber es sieht bewacht aus da vorne. Ja, da ist auch einer am Turm. Einer am Turm? Ich schau einmal mit. Oh, hier ist auf der Straße einer. Setz die Drohne ab. Ich hab noch einen Tango. Ja, das sollte doch kein Problem für uns sein. Okay. Feind am Boden. Turm ist down. So, wo haben wir denn noch welche? Geh mal links über die Gebäuderückseite. Über die Straße. Ich komme aber nirgends vernünftig hoch. Die patrouillieren sehr weiträumig hier. Pass bloß auf. Oh. Linksrum wolltest du gehen, Enno? Genau, ich bin hinter dem grünen Gebäude. Okay. Wann war es in dem Nachbargrünen Gebäude? Ja, ihr seid beide quasi an einer Hauswand. Mhm. Okay, mach. Also dieses oktaedrische Gebäude oder wie groß das ist, ist schon mal leer und dahinter ist auch niemand. Okay, ich hätte hier über die Mülltonne einen Weg in den Innenhof, beziehungsweise auf ein Vordach. Und da ist die Gefahr, dass ich gesehen werde, zu groß. Negativ. Also der Innenhof ist sauber. Wie sieht es mit Gegnern auf Terrassen und erhöhten Positionen aus? Also drinnen ist niemand und im ersten Stock ist auch niemand. Die könnten dich höchstens von weiter hinten sehen. Helikopter oder hin. So. Wo genau befindet sich Nummer 3? In dem weißen Gebäude vor mir oder weiter hinten? Weiter hinten. Das Gebäude vor dir ist komplett sauber. Auf der rechten Seite sehe ich den Generator, könnt ihr ihn relativ ungesehen erreichen und ausschalten. Ich bin jetzt in dem weißen Gebäude. Also im Moment wäre es nicht nötig, aber... Ich habe hier eine Landkarte. Ich mache mal kurz ein paar Bilder. Mhm. Wir sind auf dem PDA. Der Boss hier ist ein Typ, der sich L. Wayne nennt. Er hat ein Haus in einem Ort namens Riverin. Sehen wir es uns an. Tango, Achtung, wann war das ein Norman, Feind? Der wohl schon in Via Verde heißt L. Wayne. Am Generator. Am Generator, den sehe ich. Ich wusste nicht, dass er in Via Verde ist. Er verarbeitet das Pyrolusid, das zum Reinigen des Kokains benutzt wird. Ein Unidad-Leutnant namens Bento wird er gesehen? Hat einen Unfall verursacht, bei dem L. Wayne's Gesicht verbrannt. Weiß nicht, er kommt auf dich zu. Ja, ich kann ihn kennen. Ich wurde gesehen. Als die Verbände runter waren, hat sich Bento bei Elways Hackfresse lustig gemacht. Elway hat fast einen Krieg vom Zaun gebrochen. Versuch dich zurückzuziehen. Wir haben was wir wollten. Schieben Sie Elway den Mord am Leutnant. Da kommen zwei Leute auf dich zu. Einer ist down. Und der Treppe ist noch einer. Bowman hat uns gerade ein Video mit einem der hässlichsten Komiker von Bowman geschickt. Okay, der Strom ist weg, falls uns noch irgendwas geschickt werden soll. Okay, zieht euch zurück. Okay, ich komme über denselben Weg zurück, wie ich hingekommen bin. Achtung, die 2 folgt dir. Ich gehe durch die Häuser. Wer ist das? Achso, der Schauspieler. Wir haben hier einen Heli. Haben wir einen Heli? Na, was? Die 2 ist bei dir am Haus, läuft jetzt durch dein Haus. 3 ist ausgefallen. Danke. Ist erledigt. Ich befinde mich in einer sicheren Zone. Sehr gut. Das Auto, das du da hast, könntest du mitnehmen. Fahr einfach ein Stück die Straße lang.
kannst quasi da, wo dann links von dir oder links und rechts von dir dann die asphaltierte Straße ist. So, ich hätte den Schaltplatz gerade mitgenommen. Ja, okay, dann biegt auf der asphaltierten Straße nach rechts. Dann warte mal kurz. Und ich bin hinter dir weiter. Stehen bleiben. Oh, wieder mit montiertem Geschütz. Vor allem ein sehr extra mit Platten geschütztes Fahrzeug. Ja, macht die Kiste nur schwerer. So, wir können einfach geradeaus der Straße folgen. Der hat seinen 2,4 Liter 324 PS Motor. Der schafft dann schon. Den kann doch nichts. So, jetzt leicht nach links, aber geradeaus dieses große Gebäude, das ist unser nächstes Ziel. Die Tankstelle hier oder was? Ja. Ich hab auf der Karte noch ein großes Gebäude gesehen. Vorräte? Jetzt? Ich hab einen Ball. Lol. Vorsicht, die Tankstelle könnte explodieren. Ich hol schnell die Infos hier raus. Sammelt schnell das Essen ein, ich hab wohl Hunger. Und bring den Kaffee mit. Kaffee? Ich sorge schon mal für ein Ersatzfahrzeug. Das, sehr gut. Eine. Dach aus, hier ist noch nichts. Hat aus komischen Gründen nicht überlebt. Gott. Moment. Ich konnte auf Entfernung auch mal besser ziehen. Meinst du, du kannst ihn noch tanken, während das Auto da brennt? Oder? Ja, doch. Das ist gar kein Problem. Okay, kurze Orientierung. Du kannst jetzt nach rechts und sofort wieder nach links. Genau. Und ja, ist okay von der Richtung her. Nee. Hier ist eine Sackgasse. Da wo du hinguckst, da müssen wir. Auf die Hauptstraße. Genau. Und jetzt stopp, unser Snagos ist ausgestiegen. Und Alter. Wie sieht denn unser Auto jetzt schon aus? Ja, der ist nicht so geländegängig. Hier das zweite Haus auf der rechten Seite, das mit der Markise. Da wollen wir hin. Ich glaube zumindest, dass es das ist. Au, oh, ja. Oh Gott! Wo ist denn hier der scheiß Eingang? Ohne. Wo ist das Fahrzeug? Ah, ein Kaffee. Ich glaube, das Klemmbrett ist das. Ja. Grüß dich auf Speedy, ey. Moment. Oh, Kaffee. Oh, der hat seinen Kaffee. Mach mal Kaffee hier. Ja. Los. Nimmst du eine oder zwei Milch? Keine Milch. Ach, okay. Schwarz wie, die, so, hier. Schwarz wie meine Seele. Schwarz wie dein Humor. Ach, schön, ja. Mit Siebträger. So. Oh. Okay. So, ich überlege, wo wir als nächstes hin können. Also hier in der Stadt haben wir es soweit. Wir könnten auf den Flugplatz gehen und uns dort auf dem Flugplatz irgendwie was, einen Fliegbahnuntersatz holen. Wie schön, dass das Auto hier ein Softbody-Dach hat. Ja, da guckt ein bisschen was durch. Also. Ja, da schaltet einfach mal eine Pistole und ein Stück vom Helm. Ja, ich würde sagen, wir holen uns hier einen Hubschrauber. Ja. Stand da nicht vorhin einer bei den Jungs, die wir da abgeknallt haben? Ich meine, da stand einer. Oh ja, stimmt. Moment. Obwohl, wir können auch die Hauptstraße nehmen, aber die ist halt doof verknüpft. Was zum Versicherungsbetrüger? Oh Mann. Ach so. Nee. Ich glaube, aber der also, lebt nicht mehr. Dann fahren wir geradeaus. Jetzt nicht. Toll, jetzt hast du Spuren hinterlassen. Und nach rechts? Welches? Das, wo du jetzt hinguckst. Einfach weiter.
Weiter, weiter, weiter. Es gab drei rechts, das war nicht leicht. Oh mein Gott! Was? Die zwei Personen haben sich auf die Straße geschoben. Die waren bei mir vorher in dem Haus links. Du solltest vielleicht mal deine Brille untersuchen. Oder weniger kiffen. Oder das. Du nimmst zu viel von dem Kokain, was die hier anbauen. Halt. Wie kommst du denn da drauf? Links ein Heli, wahrscheinlich Unitats. Ja, ich würde sagen, wir steigen hier auch aus. Wo ist er denn? Ich sehe nix. Das müsste hier irgendwo sein. Wir werden wahrscheinlich gesehen. Ich fühle mich auch beobachtet. Alter! Wir gehen hier vorne. In das eine Gebäude hier. Hier sammeln wir uns. Hier gibt es auch noch einen Orden und dann können wir von hier aus gucken, wie wir an den Heli rankommen. Okay. Ich wette, der Orden ist ganz oben. Ja, das wäre üblich. Oder? Auch nicht. Vielleicht im Außenbereich. Möglich. Hier ist ein Kartellort. Hier. Da wird aber ein kleiner Gangster traurig sein. Hallo? Gut, ich werde meine Drohne von hier oben starten. Was hat der Orden jetzt gemacht? Ist für die Drohne. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Es muss halt hier in dem Gebiet noch ein Orden verfügbar sein für eine Verbesserung meiner Waffe. Welcher? Verbesserung? Dass ich mehr Durchschlagskraft bekomme, irgendwie, keine Ahnung, einen Kolben mehr oder was auch immer. Was zur... Was Fahnt zum... ihr das? Was war das denn jetzt? Ich glaube, der Treibstofftank war chinesisch gebaut. Ich glaube auch, das Auto hat sich einfach so überschlagen. Verdammte Hydraulik. Immer diese Billigqualität. Merkwürdige Multiversen hier. Und wie das letzte Mal mit unseren verschiedenen Wettern. Gut. Aber wenn wir jetzt schon mal kurz stehen, würde ich vielleicht... Also, wenn wir vom Dach aus runter gucken, da seht ihr ja den Alarm. Ja. Wenn wir in die Richtung weitergehen und dann links um das Gebäude da rum. Oh. Da, wo die Eins gerade rummarschiert. Dort befinden sich gefangene Rebellenfreunde. Wenn wir bei denen einmal lang marschieren und von da aus dann so ein bisschen nach rechts, dann sind wir direkt bei dem Helikopter. Mhm. Ja, die Rebellenfreunde sehe ich. Ja, ich habe bis jetzt nur die Eins in der Nähe gesehen. Okay, also aber der patrouilliert jetzt auch auf einer Straße, seid vorsichtig. Okay. Ich sehe unseren Sniper. Ich sehe unseren Heli. Ja. Okay, dann. Also, der Heli-Landeplatz ist sauber. Ja. Dann drücken wir uns beim Heli. Saubere Arbeit. Ich drück auch Zeug vor. Toll, und wer sprengt hier schon wieder alles? Ich kann es mir denken. Ich möchte mal wissen, wo der den Sprengstoff her hat. Ich habe den doch letztens eingezogen. Meine ich doch, die einzigen Granaten, die ich noch bei mir sind, also die wir noch haben, sind bei mir. Der stand hier so rum, der kleine Eimer. Okay. Oh, schön groß, oder? Der hat auch montierte Waffen. Kannst du das Ding überhaupt fliegen? Habe ich doch schon ein paar Mal. Ich mach das echt. Alarmbox, nehme ich mal an. Ja. Hey, hier ist eine Karte, Mann. So, schräg nach hinten links. Oh, das ist Zucker. Ich habe hier ein paar Geheimdaten auf der Karte gefunden. Sind weiter nach rechts? Ich glaube, ich sehe die Stadt schon. Weiter. Weiß nicht, also wir müssen auf den Berg, denke ich, ist das. Ja. Noch weiter rechts. Oben auf dem Berg müsste es sein.
Oh, da sehe ich einen Flughafen. Ja, aber dürfte alles feindlich sein, also wird nicht so einfach. Direkt unter uns oder noch weiter? Wir könnten am Ende der Landebahn landen. Unter uns, ja. Das sehen die nicht. Okay. Stimmt, das wäre eine Option. Da wo du jetzt hinguckst, ist glaube ich ganz gut. Direkt hier an der Landebahn? Ja, sie sind so kurzsichtig, die sehen sowas nicht. Ah. Und hören es vor allem nicht. Und wenn sie stoppt, dann wieder. Achtung, da kommen zwei Leute auf uns zu. Ausschalten wir wirklich. Falsche Waffen. Hab ihn, er ist tot. Weitere Person hinten beim Flugzeug. Ist der Scharfschütze anwesend? Jo. Okay. Feindlicher Heli am Himmel. Von wegen. Er fällt runter. Huh? Der fällt aber tief. Ich habe jetzt echt damit gerechnet, dass der hier auf unserer Höhe runterkommt. Oh oh. So, wir haben noch drei hier vorne. Zwei. Eins. Der ist jetzt aus dem Hangar raus. Vorsicht! Was ja, mit dem Flieger auf? Ich glaube, das Ding brauchen wir doch, oder? Ach, einer ist dann noch im Hangar. Vor dem Hangar. Hier noch Nachschübe? Ja. Aber nicht viel. Aber hier gibt's Munition. Mit dem Nachschub können wir uns wohl. Die Jungs haben eine M4 wieder dabei gehabt, falls wir sowas haben wollen. Wo kriegen die unsere Technologie her? Du weißt doch, die Deutschen verkaufen doch auch ihr ganzes Equipment. Ja, die Deutschen! Ja, so machen es die Amis genauso. Das kann man auf dem Darknet kaufen und dann wisst ihr was. Oh. Ja, wieder. Enthält zwei Datensätze. Ja, ich hab beide gesehen. Hast du die Dokumente genommen? Klingt als ob wir gemein. Ich wette, er geht uns gerne zu. Oh, ist da unten in der Stadt noch was? Oh Gott, das sind Leute. Hey Jungs, was macht ihr? Die kommen sonst den Berg hoch. Feindlicher Scharfschütze irgendwo. Ja, ja. Achtung, ich schau mal. Ich brauch mal eine Aufdeckung, damit ich eine Aufklärung. Das ist hier der Berg runter. Die sind schon wegen des vorigen Angriffs auf uns aufmerksam gewesen. Ja, zum Glück verstanden wir hier den halbwegs im Weg. Haben wir denn aus diesem Gebäude alles? Das scheint mir so, ja. Ich denke ja. Granate fliegt. Weil das war eigentlich alles, weshalb wir da sind. Abschuss bestätigt. Wobei wir halt noch eine Pistole hier finden können. Der Ameria ist doch eine Person. Hm, da befindet sich glaube ich auch die Waffe drin. Granate fliegt. Na prima! Was sehe ich? Ankündigen, wenn du Sprengstoffe brauchst. Okay, hier ist direkt die Waffenkiste. Woher soll wir wissen, dass du hier mit Sprengstoffen hantierst? Mit Granaten. Habe ich dir vorhin erzählt, dass ich noch welche in meinem Gürtel habe. Ankündigen, wenn du die wirfst. Mindestens über unsere Headsets hier. Wenigstens einmal ein Feier in dem Hohl. Achtung, Granate. Ich konnte nur noch einen weiteren ausmachen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich alle sind. Ich glaube, der ist tot. Ich glaube auch. Okay. Anschneiden. Brauchen wir ein Auto oder? Ja, wir fahren wieder den Berg hoch. Also ich denke mal, ein Helikopter wäre besser. Wir hätten sonst noch die Möglichkeit, das Flugzeug hier zu den Rennen zu bringen. Huch! Was ist das denn? Ist das ein Tom oder was? Das kriegen wir hin. Ich bin zuversichtlich. Hattet ihr das Informationslager wirklich genommen? Mein GPS zeigt das mal. Nein. Boah. Ich muss. Also bei mir ist das Informationslager genommen worden, ja. Nee, hier oben haben wir auch noch eins. Beim Hangar. Ja. Kleingebäude. Ja, in dem kleinen Gebäude. Hattet ihr nicht genommen? Nee. Ich hab das mitgenommen. Also. Merkwürdig. Du hattest doch auch mitgenommen. Multiversen. Ich sehe hier nichts. Na gut,
Sollen wir das Flugzeug mitnehmen? Ja, fliegen ist auch immer schön. Links? Also das. Ach, je nachdem, hier, mehr oder weniger mit unserem Pilot, hier aber. Handy gut versteckt. Hm. Ja, Wi-Fi war noch an. Na gut. Also, Enno, kannst du sowas auffliegen? Na klar, aber der Helifon steht. Ja, ich mach den mal gerade zur Seite. Ich würde den Heli eigentlich eher mitnehmen, denke ich. Weil der bewaffnet ist. Aber das Flugzeug ist... Ja, nehmen wir den Flieger mit und wir nehmen den Heli mit. Oh Gott, na. Wir wissen ja, wie unser Sanitäter schon fährt. Wahrscheinlich ich bin mir nicht sicher, ob der auch gut fliegen kann, aber ich flieg trotzdem mal mit. Oh Gott. Ja, wenn er fliegen kann, dann auf die Schnauze. Nach unten kommen wir alle. Ja, runter. Na, jetzt muss ich mich hier auch noch hochziehen. Vorsicht. Oh. Was ist ein Weg? Moment, ich schau mal kurz, wo das Ding hin ist. Ich höre hier sehr viel. Ja, das sind irgendwelche komischen Geräte. Ich weiß auch nicht, wofür die stehen. Nach rechts aber... müssen wir. 90 Grad und ein bisschen mehr. Ja, die Richtung sieht gut aus. Okay, kann sein, dass es der Turm dort in der Entfernung ist. Also es ist noch ein ganzes Ende zu fliegen. Oh, okay, dann ist es anderes. Aber wir fliegen über zwei Datensätze erstmal rüber. Schon mal ganz gut aufzudecken. Nee, wir können ja einen absetzen hier. Also. Wir haben ja den Heli. Müsst ihr nur sagen, ob ich runtergehen soll oder nicht. Ich denke, wir sollten zusammenbleiben. Okay. Wir trennen uns nicht. Ein Hauch noch nach rechts. Wenn du nicht mit Vollschub fliegen willst, könnten wir auf gleichem Tempo bleiben, wobei das schon fast gut klappt. Ja, ich kann ein bisschen Schub wegnehmen. Ja, da unten ist so ein rotes Licht. Ich glaube, das ist unsere Landebahn, oder? Nee, das ist ein Stück. Das sind Fahrzeuge, das ist keine Landebahn. Aber da. Die Landebahn wird schwer. Achso, ich sehe es da rechts. Rechts, ja, ich sehe es auch. Ganz schön knapp hier an den Abhängen. Ach, da. Ja. Muss mal kurz abdrehen, bessere Anflugschneise finden. Vor allem gibt es da halt keine Zone für Fehler, dann fliegst du in den Berg rein. Sowohl an der Start, am Anfang als auch am Ende der Landebahn. Ich würde so nicht mit dem Weg landen, damit nicht er... Nicht als Heli kreuzen. Oh. Brems. Ich steig lieber aus. Okay. Kommt denn so ein Heli so knapp an der Landebahn? Na, wir waren's nicht. Hey, ich weiß. Okay, jetzt alle in den großen Heli. Okay, und einmal 90 Grad nach rechts. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass unser Sanitäter, ja, wirklich ein Sanitäter und nicht ein Sanitäter ist. Was? Kommst du denn da drauf? Kaum mal eine dicke Waffe in der Hand, muss er direkt wieder rum. Na, ich wollte... Und wir sprechen nicht von der, wo wir die zwischen deinen Beinen lassen, Kollege. Woran du wieder denkst? Ja, bist du, du musst auch nicht überreden. Die 9 mm können nix. Wir sind doch immer 9 mm. Schwer zu sagen, wo das hier ist, wir sind schon ziemlich nah dran, aber... Ah, jetzt weiß ich, welches Tuten ja, genau. Und Piepen du meinst. Das ist ja das. Ich lande mal hier vorne auf der Kreuz. Ach du. Ich will aussteppen. Hier ist ganz gut. Das nennt man mal eine sanfte Landung. Oh. Macht sich die Räder an. So einen Hinder hinten rein, oder was? Ja. Eins, so. Ich glaub, hier. Oh,
Wow, wie fahren die denn? Also hier. Achso, das war Bahnbau, okay. ich glaube, hier rechts ist ein bisschen erhöht, sodass man vielleicht besser gucken kann, aber es ist halt ätzend mit den Bäumen. Ich sehe schon einen Gegner im Turm. Ja, ich send die Drohne einmal los. Drohne steigt auf. Was? Ah, prima. Okay. Oh Gott, der hat. Die Ofenverstärkung. Ich hab einen schlechten Winkel. Ich bin genau auf den drauf gewesen. Der hätte eigentlich tot sein müssen. Oh, oh. Wir werden von der rechten Seite, rechter Flanke, 9 Uhr. Ja. 3 Uhr, natürlich. Nur noch 2 auf dem Parkplatz. Granate fliegt. Ich deck dir ein. Achtung auf den Verkehr, der fährt hier mit gutem Tempo lang. Ja, wenn es um dich herum knallt, würdest du glaube ich auch. So, ich glaube der Fahrzeug hier, der Parkplatz ist geworden. Ich glaube auch, das hat ein bisschen. Ach, von links kommen noch welche. Peng gemacht. Abschuss bestätigt, oh. Das C4 scharf. Ich dachte, du hast ihm sämtliche Sprengstoffe abgenommen. Dachte auch. Die habe ich wo der die versteckt hat. Aus dem. Also, das letzte Patsch. Lager, da lag noch was rum. Das sind bestimmt Schmuggelwaren aus China. Hm. So, nee, solche Polenbüller. Ist das jetzt hier oder sauber mittlerweile? Einmal das Gebäude, wo Reaper drin ist, und einmal das auf der anderen Straßenseite mit dem Parkplatz. Ich hab zum Parkplatz ein paar Infos über Care-Pakete gefunden. Verdammt, ich jetzt nochmal. Ah, hier liegen einige Unterlagen. Ich fotografiere mal das Wichtigste. Ich weiß jetzt mehr über die Lage der Pyrolusid-Labore. Okay, hier haben wir alles. Wollen wir den großen Heli wieder nehmen? Ja, ne? Wenn er nur da steht. Ich brauche aber vorher ein bisschen Munition. Sorry, Kumpel, aber ich brauche dein Auto. Ja. Raus. Braucht wer ein Fahrzeug? Bis dahin. Da ist ein Boot. Taxi? Noch nicht mal die Füße ein bisschen hier. Nö. Benutzen. Wir müssen unseren Scharfschützen schließlich schonen. Das ist ja auch eine weite Strecke. Wir haben doch, glaube ich, jemanden vergessen, oder? Wieso? Ja, toll. Voll in den Busch. Weil wir nur zu dritt im Wagen saßen. Ja, ich bin schon Chefin sitzt hier. Ja. Ich glaube, ich mache also ich glaube, es sind alle da. Ich habe das Fahrzeug okay. So gut geparkt, dass man es nicht mehr sieht. Ich bin ehemaliger Schichtleiter, wo ich noch Schicht gearbeitet habe, jetzt sagen, du musst mehr arbeiten, schneller arbeiten. In 8 Stunden schafft man mehr. Mehr Arbeit? Mhm. Und du sollst so weniger spielen. Wir haben alle Infos, die wir brauchen. Jetzt können wir die Einsätze beginnen. Und als erstes machen wir den Generator aus. In welche Richtung? Stromausknipsen. Schräg links hinter uns. Eigentlich können wir der Straße folgen, so nach hinter uns. Eigentlich können wir Speicherkarten wechseln. Das können wir auch. Echt? Oh ja. Dann landen wir hier vorne mal oben auf dem Berg oder auf dem Plateau. Wo? Oh. Okay. Oh, schon wieder Büsche hier im Weg. Gut, also, ja. In diesem Sinne, ob der Sunnys überleben wird, gegen die Rotorblätter anzukämpfen oder ob er doch nur gegen Windmühlen kämpft, sehen wir in der nächsten Folge wieder. Wenn es dann wieder heißt, bekommt zurück zu Ghost Recon Wildlands und er macht den Jesus. Bis dahin, tschüss! Tschüss! Tschüss.